Herr Nölting, verrücktes Spiel heute hier in Solingen. Ja, ein ganz verrücktes Spiel. Also es ging eigentlich schon verrückt los. Zuerst sollten wir auf dem anderen Platz spielen, haben uns da warm gemacht. Dann hieß es auf einmal, der Platz ist unbespielbar. Dann sind wir ausgewichen auf den anderen Platz. Und ja, hier hat man heute ein brutales Spiel gesehen. Für die Zuschauer war es sicherlich überhaupt nichts für die Nerven. Also es ging hin und her und zum Schluss natürlich mit dem glücklicheren Ende für uns, wobei wir uns das natürlich das Ganze auch eigentlich erkämpft haben. Also wir haben das ganze Spiel über eigentlich wirklich vom Einsatz her brutal viel geleistet und zum Schluss war es auch eigentlich, denke ich, verdient. Die vielen Tore hätte ich auf dem Platz bei den Platzverhältnissen nicht erwartet. Das hätte ich auch überhaupt nicht erwartet. Ich habe einmal hier mit Busenbach gespielt auf dem Platz. Da war es ein grottiges 0:0, was eigentlich typisch ist für diesen Platz, für diese Platzverhältnisse. Aber heute waren es wirklich viele, viele Standardsituationen. Unser Torwart hat heute noch grippekrank abgesagt, dass wir dann auch den zweiten Mann ins Tor stellen mussten. Ja, das trägt natürlich dazu bei, wobei natürlich Sölling auch den Ausfall vom ersten Torwart zu beklagen hatte vor dem Spiel schon. Emotional war es sehr aufgeladenes Spiel von beiden Seiten. Irgendwie habe ich den Eindruck gehabt. Ja, es war ziemlich aufgeladen. Sicherlich auch die Vorgeschichte mit dem vermasselten Aufstieg für Sölling im letzten Jahr spielte da sicherlich eine Rolle. Aber natürlich auch jetzt, die wollten uns natürlich auch heute einen geben. Jeder will uns natürlich jetzt schlagen als Tabellenführer. Und das hat man gemerkt. Da geht es dann auch zur Sache. Und von daher eigentlich für mich ein normales Spiel, wenn der Erste gegen den Vierten spielt. Von daher, ja, so habe ich es erwartet. Die Euphorie muss groß gewesen sein nach dem Siegtreffer. Ja, nach dem Siegtreffer brachen dann alle Dämme und ja, wir haben uns natürlich riesig gefreut. Sind dann auch noch alle übereinander gesprungen. Also in der Schule bei mir hätten wir natürlich gesagt, das war ein Sauhaufen. Und ich glaube, einen guten Sauhaufen haben wir da heute aufs Paket gezaubert. Letzte Saison standen Sie lange Zeit auf einem Abstiegsplatz, haben in letzter Sekunde den Abstieg verhindert. Jetzt sind Sie Spitzenreiter. Wie ist das zu erklären? Ja, in erster Linie ist es auch zu erklären, dass die Mannschaft sicherlich auch im letzten Jahr weit unter ihren Möglichkeiten gespielt hat. Und jetzt haben wir uns natürlich mit drei Spielern noch richtig gut verstärkt. Und von daher war mir schon klar, dass es in diesem Jahr nicht um Abstieg geht, dass es so gut läuft, hätten wir natürlich auch nicht erwartet. Und welchen Anspruch haben Sie jetzt an sich selbst? Ja, guter Anspruch ist natürlich auf jeden Fall, erstmal die Herbstmeisterschaft zu holen. Alles andere wäre ein Schwachsinn, weil ich meine, wir haben jetzt einen Vorsprung vor der Konkurrenz und den wollen wir auch jetzt bis zum Winter nicht mehr abgeben. Ihr nächster Gegner lautet Mutschelbach 2 daheim. Was wird das für ein Spiel? Ja, Mutschelbach 2 war von Anfang eigentlich der Favorit in der Runde. Hatten jetzt zwischendurch eine schlechte Phase mit 3-4 nicht gewonnenen Spielen. Jetzt kommen sie wieder auf Touren. Allerdings ist es bei uns auf den Platzverhältnissen natürlich genauso schwierig wie heute hier. Und von daher werden sie ihren technisch guten Fußball da nicht so bringen können. Da müssen sie halt gegen uns erstmal mit Kampf dagegen halten. Herr Nölting, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Ja, danke sehr. Werden wir haben.